Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hintendran und wir verantworten mit Let's Play Spiral Reignite Trilogy. Beim letzten Mal haben wir die spukende Gruft ein bisschen unsicher gemacht. Oder sicher, je nachdem. Und heute geht's in die Dino-Minen. Ach, das war früher eines meiner Lieblingslevel. Einfach nur aufgrund des Faktes, dass es Dinosaurier dort gibt. Und Dinos sind cool. Für eine Person, die sich mit Paläontologie beschäftigen wird, für den Rest ihres Lebens. Ach, sind Dinos natürlich einfach cool. Ich meine, Dinos sind mehr als nur cool. Das waren erstaunliche Viecher. So, jetzt wollen wir mal gucken. Stimmt, hier kommt am Anfang ja gar kein Dialog. Das ist auch nicht mehr so satisfying, sondern das ist halt so eine Art Crunch, wie wenn man, keine Ahnung, irgendwas mega labbriges reinbeißt, aber nicht so ein Crunch, sondern einfach so ein Crunch. Also ihr wisst ja einfach, es ist kein Crunch mit Gefühl dahinter, sondern einfach nur Crunch. Ja, gut, das war schlecht. Okay, ich weiß, dass ich da hinten hin muss und ich mach das einfach jetzt direkt. Ach ja. Ach, manchmal, ne, ich weiß. Ich verlange manchmal viel zu viel, aber... Come on, scheiß Kamera. Kann ich die nicht auf passiv umstellen? Du. Die Kamera ver... So, kurz. Optionen, Kamera. Kamera bitte passiv. Bewegungsunschärfe aus. Mal gucken, wie das so eine Bewegungsunschärfe ist. Irgendwie weird. So. Geht doch. Nee, irgendwie. Hallo, Dan. Warum ist der so schnell aus dem Ei rausgekommen? So. Die Kamera Bewegungsumstärke wieder ein. Ah ja, viel besser. Oh, das fühlt sich viel besser an. So. Jetzt müssen wir noch zurückkommen. Gut. We can do this. Ich glaube, das war früher mal... War das nicht früher sogar ein kleiner Punkt? Oder einfach nur... Kamera aktiv, so. Oder war das einfach... Oder habe ich das einfach nur falsch hingenommen? Oh. Ja, die haben sie halt richtig cool gemacht. Mit ihren Pistolen. Oh mein Gott! Der Hut fällt ihm auf die Schnauze! Oh mein Gott. Man sollte nicht mit Waffen spielen. Vor allem nicht mit geladenen Waffen, ja? Aufpassen. Okay. Ich hätte aufpassen sollen. Das ist natürlich noch der Dinosaurier, der mit Sprengstoff um sich schmeißt. Das muss natürlich auch sein. Ach, Dinos. Dinos sind so cool. Ha. Vor allem das Beste ist, dass es heutzutage immer noch Dinosaurier gibt. So, Vögel. Denn Vögel sind ja Theropoden. Richtig cool. Na du, was ist denn los? Verflixt und zugenäht, Spyro. Ich wollte nach meinem Gefangenen sehen, aber er ist irgendwie wieder abgehauen. Und als ich nach Spuren suchen wollte, hat mich einer von den ungehobelten Sauriern eingesperrt. Jetzt machen sie da draußen Ärger und ich kann nichts dagegen tun. Tja, sie sollten einfach ein besserer Sheriff sein, dann wäre das alles nicht passiert. Less than wanted. Ah, ja natürlich, unsere Freunde, die sind ja quasi ausgebrochen. Moment mal, heißt das, der Sheriff ist auf Seiten der Königin? Also Zauberin? Ja, das Gesetz und so. Sind die Dinos eigentlich die Guten? Ja, Fragen, die man sich früher nicht so gestellt hat. Heutzutage ist man ja hier, kann man ja kritisch denken und so. Also sollte man können, wenigstens. Irgendwann im Laufe des Lebens muss man sich diese Fähigkeit halt aneignen. Dynamit! So. Aha. Ich würde euch jetzt irgendwas Cooles über den Dinosaurier erzählen. Okay. Aber ich bin gerade am Überlegen, was ja so cool wird. Wusstet ihr eigentlich... Schnell! Ich war zu langsam.
Du hast deinen eigenen Kollegen gerade umgelegt. Das ist tatsächlich kein komplett erhaltenes Skelett von Spinosaurus aegypticus mehr gibt. Das wurde nämlich im Zweiten Weltkrieg zerbombt, weil das Museum zerbombt worden ist, in dem das drin war. Also war nicht komplett, aber es war das am besten komplettierte Skelett von Spinosaurus, das man jemals gefunden hat. Okay, dass der Trike so buff ist, ist irgendwie sehr verstörend. Hallo, lass mich da mal weg. Ach, ich soll den runterboxen. Was sagt das doch? Ich dachte, ich kann ihn einfach wegflamen, weil der hat ja eigentlich an sich keine eiserne Rüstung an oder sowas. Boah, Fenster sind stärker als Drachen. Ich würde gerne gehen, dankeschön. Also von den Gegnern her ist das Level natürlich ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. Vor allem dann, wenn es mehr Dinos auf einmal sind, aber es ist ein lustiges Level, ich mag es. Aber Cowboy-Dinosaurier. Ich könnte auch einen Cowboy-Dinosaurier malen. Ja, mal schauen. So, jetzt frage ich wahrscheinlich so, wie okay, ciao. Warum denn Spinosaurus aegypticus? Spinosaurus ist mein Lieblingsdinosaurier. Also, mein Lieblingsausgestorbener Dinosaurier. Warum sind die so buff? What the? Okay, ich komme gleich wieder. Hitbox, ne? Haben sie ganz gut gemacht. So, ja, also mein Lieblings-Extend-Dinosaurier, das ist halt schwierig, weil Raben sind halt mega cool, aber auch Lämmergeier sind super. Oh, Lämmergeier sind so voll die krassen Viecher. Ich finde die Teile so toll. Die Teile, die Tiere. Und ja, so, ne? Es gibt sehr viele coole Dinos, die heute auch noch leben, ne? Und ich meine halt Tauben. Tauben sind toll. Tauben sind voll underappreciated, weil es halt hier unsere gemeine Stadttaube quasi. Die sind ja einfach nur Tauben, die waren mal früher domestiziert. Und nimm das, du irgendwie überaus buffer Dinosaurier. So, geht doch. Ach, Tauben sind toll. Weil an sich, habt ihr euch jemals gefragt, warum es Tauben in so vielen Farben und halt mit so vielen verschiedenen Mustern gibt? Das liegt nur daran, dass das mal domestizierte Tiere sind. Und solche Muster, also solche unterschiedliche Muster, die kommen nur bei domestizierten Tieren vor. Hallo Romy. Denn das ist eine der Nebenerscheinungen von Domestikation. Dass zum Beispiel in Hunden, Katzen, Tauben, was haben wir sonst so domestiziert? Kühen und Pferden und so. Dass es solche quasi Piebald-Muster gibt. Ne? Es gibt verschiedene Sachen, die bei der Domestikation mit quasi entstehen. Darunter halt, dass man ein bisschen so für juveniles Verhalten selektiert, also wenigstens bei Katzen und Hunden. Floppy Ears, Curly Tails, weil in der Natur ergibt es ja natürlich auch, es gibt ja keinen Sinn, dass die Tiere mega unterschiedlich voneinander ausschauen. Das ist höchstens ein Nachteil. Ich stell dir mal vor, es gibt ein Zebra, das ist komplett weiß, ja, das kann der Räuber so sehen, so aha, auf das kann ich mich fokussieren. Nom nom nom, weg. Zebra tot. Löwe satt. Ne? Und ich find's aber mega Bullshit, dass er schon schießt. Hat auf den Käfer geschossen, oder? Nein, auf mich! Ach, jetzt schießt du nicht mehr, oder was? I'm sorry, aber diese Triceratops sind sowas von verstörend. Ich weiß auch nicht warum, aber sind das einfach. Und, momentan gibt es ja ein bisschen so die die Theorie von, also ich weiß, dass Marcelo Sanchez da sehr
viel Forschung drin investiert. Ich weiß nicht, ob der Markus Klaus es auch tut. Aber es gibt halt diese Theorie, dass nicht, dass halt bei der Domestikation von Tieren, dass da auf, das war zu spät, was nicht, dass halt auf, wie hieß das wieder? Nicht Kindness, sondern auf Tameness selektiert wird. Weil du willst ja, wenn du dir schon ein Tier zähmst, willst du ja, dass halt das Tier und dann auch die Nachkommen, dass die alle quasi tame sind, dass sie dir nicht in die Hand beißen. Solche Scheiße, ne? Hallo. Ach, so entkommen meine Gefangenen also immer. Hier, nimm das Dinosaurier-Ei weg, bevor einer ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. War aber wahrscheinlich das kleinste Ei im Gelege. Tiki. Es ist ein Drache, kein Dinosaurier. Oh. Ein tanzenden T-Rex. Ich habe noch nie einen so süßen Saurier gesehen. Ja gut, wenn der Sheriff nicht zwischen Drachen und Sauriern unterscheiden kann, dann ist das auch gegeben. Ne? Wir brauchen einen neuen Sheriff, einen nicht so korrupten Sheriff am besten. So. Jetzt nochmal ein bisschen hier Sparks auffüllen und Dinge tun. Und ich meine, an sich ist es ja halt mega, richtig, richtig coole Forschung, was Domestikation in Tieren an sich alles so verändert. Das ist halt richtig, richtig cool. Also ich finde sowas halt mega spannend. Vor allem, wenn man sich dann fossile Überreste von Tieren anguckt, von viel, viel früher, als es mit der Domestikation erst anfing. Einer der Dinosaurier hat ein Ei in diesen gefluteten Minenschacht geworfen. Ich würde es dir ja holen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Vielleicht wollte der Dinosaurier es auch nur vor der Zauberin beschützen. Hm? Oha. Ach Gott, oh, das war die Scheiße. Ja. Okay, ich muss aufpassen. Aufpassen, denn es fallen Sachen auf einmal im Schacht um. Ah, genau, da. Das habe ich noch im Kopf. Die Dinos müssen wir sowieso nicht mitnehmen hier. Das war der Kram. Einfach nur schön fokussiert bleiben. Ja. Da oben hin. Ich erzähle gleich weiter. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. So. Du schwimmst ja wie ein Delfin, junger Drache. Hallo, Elliot. So. Gut, hätten wir auch das erledigt. Du schwimmst ja wie ein Delfin, junger Drache. Ja, das tut Spyro. Es ist halt... Ach Gott. Forschung. Ich weiß, warum ich Wissenschaftlerin werde. So. Der Sheriff hat gesagt, ich dürfte Hilfs-Sheriff sein. Also helfe ich mit, die Dinosaurier wegzujagen. Okay. Natürlich, alle Sachen abballern, das ist natürlich hier. Wenn du mal für eine Sekunde Ruhe geben und nicht so rumschreien würdest, könnte ich dir erzählen, was los ist. Die Bailey-Bande hat sich in den Gebäuden da drüben verschanzt. Du musst da rein und sie rausscheuchen. Boah, die Bailey-Bande. Es mit der Bande aufnehmen. Mit Gebrüll. Nein, Sir. Viel Glück dir. Ja, viel Glück dir. Ach stimmt, der sagt ja. So. Wir müssen hier den Glücksdinosaurier erwischen. Oder den versteckten Dinosaurier, keine Ahnung. Nein. Sag mal, hallo? 100 Mal habe ich auf den Typen geschossen. Kein einziges Mal getroffen. Übertreibe ich. Ach, mitnichten. Kann ich das einfach... Klar hat er noch eine... Das war früher einfacher, sagt sie zum x-ten Male. Ich weiß, man muss auf alles vorbereitet sein, aber man kann es auch übertreiben. Sich die Frage, dreht sich Agent 9 um oder... Unbedingt den Dynamit-Typen umlegen. Nein! Ach, verdammt. Oh, darf ich wieder mit Full Health anfangen? Wir sind diesen Level verdammt oft gestorben, kann das sein?
wird geladen. Ja, ich bleib dabei. Früher war das einfacher. Ist Sparks komplett? Kann ich einfach gehen? Ich darf einfach jetzt schon erforschen gehen, okay. I guess. So. Ich darf einfach nicht den den versteckten Dino da verfehlen, sonst darf ich das Ganze nochmal machen. Und darauf habe ich eigentlich nicht wirklich so die Lust. So. Mal schon mal die ganzen Fenster wegballern. Ja, natürlich. Komm on, ich will doch nur das Fenster wegschießen. So. Aber wenn wir hier alles einsammeln, sollten wir wenigstens alle Edelsteine haben. Von dem her ist das auch nicht schlecht. Ich muss halt immer noch überlegen, wann wir das Skateboarden machen, weil eigentlich habe ich nicht wirklich die Lust dazu. Oder darauf. Das liegt nicht daran, weil es Skateboarden keinen Spaß macht. Es liegt nur daran, dass das Level aber so richtig schlecht ist. So. Hallo Sergio. So. Fehlt nicht mehr viel. Puh, wann haben wir das Projekt eigentlich angefangen? Ich glaube, was, im Februar? Oder was, im Jänner? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war im Jänner. Wir sind jetzt bei Episode zwischen 70 und 80. Also muss es eigentlich der Januar gewesen sein. Ja, doch Januar, irgendwann mal im Januar. So. Ja, ich muss sagen, ich hab tatsächlich gemerkt, dass ich es nicht mehr hinkriege, zwei Projekte auf einmal zu schmeißen. Es ist schon schwer genug, während der Uni ein Projekt zu juggeln. Ja, mal schauen, ob das während der Ferien irgendwie anders ist, aber... Ansonsten wird das, aber die Status Quo bleiben. Sag mir, dass ich da hinter das Haus kann. Bitte, um Gottes Willen. Ja. Okay, mir fehlt immer noch irgendwo ein Edelstein. Aber Sparks weiß, wo es lang geht. Von dem her traue ich Sparks. Da drin. Okay. Wir waren zwar vorhin da drin, Sparks, aber wenn es irgendwie einen Edelstein gibt, den du übersehen hast. Da drin. Sag mal, wo zeigst du denn hin, Sparks? Soll ich aus dem Level raus, oder was? Habe ich es in der Overworld verpasst? Okay. Er will unbedingt, dass ich in die Wand reinlaufe. Ich glaube aber, er will mir sagen... Na, du musst das Level verlassen, weil wir haben draußen noch was vergessen. Ja, gut. Wenn du mal für eine Sekunde ruhst, ja, ja. Viel Glück, die so. Ja, weg mit den Dinos. Gut, bisher noch kein Leben verloren. Also einer auf der linken Seite und einer auf der rechten Seite. Das kriegen wir hin. So muss das. Gut. Na, komm. Ich kann nicht schnell so schießen. Okay, gut. Ich bleib einfach beim Ballern. Gut, kann man sich nicht selbst abschießen. Das wäre irgendwie... Nein. Nein. Nope. Auch nicht. Du auch nicht. So, wo war denn jetzt der war irgendwo auf einem Dach. War der da? Da ist er! So, du glücklicher Dinosaurier. Es wird Zeit, auszusterben. Okay, ja, gut. Warum verliere ich eigentlich, obwohl ich Ultra Sparks habe,
33% meines Lebens. Kann mir das jemand erklären? Entwickler, hat man da wieder geschlampt? Wir wissen alle, was die Antwort ist. Nein! Come on! Oh, wir haben es geschafft. Ach, barely. Ich habe keine Ahnung, wieso die Bailey-Bande so hinter diesem Ei her ist. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Es hat sie sicher jemand dazu angestiftet. Sharon. Ja, vielleicht wollten sie es vor dem linken Gesetz beschützen, hm? Haben sie was zu sagen, Sheriff? Egal. Und gut, ich habe jetzt ganz Barks, das ist ein bisschen dumm. Ah, ich sehe... Nein, wartet, Moment mal. Ich sehe doch nichts. Nevermind. Wahrscheinlich habe ich es unter Wasser ver... Nein, nevermind. Haha, Level abgeschlossen. Und Sparks abholen. Alrighty. Das heißt dann, beim nächsten Mal wird das Rennen gemacht, je nachdem wie lange das dauert. Ja, ob wir da schon gegen die Königin catchen, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall war das doch relativ locker, flockig und entspannt, oder nicht? Doch, war's. Ach, da müssen wir doch Skateboarden machen. Ich hab keine Lust. Ich hab einfach keine Lust darauf. Das könnt ihr doch nachvollziehen, oder Leute? Natürlich könnt ihr das. Okay, warum blinkt denn mein Handy jetzt? Es blinkt, weil mir jemand geschrieben hat. Coincidence, I think not. Alrighty, Leute. Dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.